Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei A Chair in a Room. Und ja, wir haben ja letztens Kapitel 3 zu Ende gespielt. Das war ja im Motel. Da fing dann am Ende an, die Polizei einen Countdown zu starten. Und bei 10 ging dann die Tür auf und dann kam eine weiße Überblende und dann war auch Schluss. Und ja, jetzt befinden wir uns wieder hier in unserem tollen Domizil. Ja, dann schauen wir jetzt mal, was sich geändert hat auf unserer Tafel. Es ist ja die Tafel, an dem, glaube ich, wir versuchen, irgendwie alles zu verstehen. Und wir müssen immer Triggerpunkte finden. Ich glaube, hier, das ist neu. There was a bird, one who preys on the weakness of others. Okay. Weakness of others. Das könnte ein Geier sein, ne? Könnte ein Geier sein. Wir nehmen mal beide mit, aber ich vermute, dass das der Geier ist hier. Weil die warten ja immer auf, ja, auf Kadaver, sag ich mal. Ja, und der war's auch. Jetzt bin ich gespannt, wo wir landen. Bitte nicht zu hart. Kapitel 4, die Psychiatrie, März 2013. Auf jeden Fall, der Ladebildschirm ist gelungen. Okay, wir hören wieder unsere Kirchenmusik. Wow. Die Sounds sind am schlimmsten immer. So. Dr. Green has been called away to another part of the hospital. Please wait in here and do not touch anything. We'll be just outside. Klar, packen wir nichts an hier. So, da ist ja wohl ganz klar. Und bei Dr. Green fällt mir mal ein Dr. Green Thumb. Calling Dr. Green Thumb. So, ja, schauen wir jetzt mal, was wir hier haben. Okay, hier kommt die Dudelmusik raus. Können wir es abschalten? Nein. Okay, hier haben wir Lego-Bausteine. Mit cooler Physik. Okay, schauen wir mal hier rein, was wir hier haben. Bleibst du auf? Oh, jetzt haben wir hier eine Kollision. Ein leerer Karton. Closing Children's. Okay, habe ich gerade gar nicht gelesen. Das ist nur eine Wanne. Die legen wir auch mal hin. Wer weiß, ob wir die noch brauchen. Ja, noch ist es nicht so gruselig, aber ich glaube, das ändert sich nachher. 2002 bis 2005, Missing. Da war eine Postkarte. Verstorben. Ich bin echt von der Story gespannt, was da noch kommt. Weil momentan ist noch nicht viel klar. Wir wissen auf jeden Fall, dass wir irgendwas zu tun haben mit verschwundenem Kind und so weiter. Oder Gestorbenen. Getöteten, so. We tried to see you, but the staff said that you're too unwell. We really hope you get well soon. Having fun at the zoo. Okay, auf jeden Fall, wenn die Karte für uns bestimmt war, was ich mal vermute, versucht irgendwer uns hier zu besuchen. Aber das Personal sagt, dass es uns nicht so wirklich gut geht und wir keinen Besuch empfangen dürfen. So, was haben wir hier? Power Lamp. Hold flashlight in hand and press thumbstick. Okay, wir haben aber keine. Okay, das geht nicht auf. Oh, die kann man sogar bewegen. Das ist ein Poster, Einstein, der Albert. Okay, gehen wir erstmal zum Tisch hier. Okay. Schmetterling. 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 Ich habe gewonnen. Also hier könnte auch Batman sein.
Okay, was haben wir hier? März 2013. Current Medication, also das momentane verabreichte Medikation ist 6 Milligramm Psychazine. Keine Ahnung, was es ist. Auf jeden Fall irgendein Psychopharmaka. Memory Function negativ. Also wir können uns an nichts erinnern scheinbar. Wir sind aggressiv und verwirrt. The patient is currently undergoing an aggressive treatment for severe psychotic episodes. Ja, die haben wir wohl. Also wir haben psychotische Episoden. Das passt auf jeden Fall. Okay, hier steht, dass der Patient immer wieder komplett wegtritt und dann irgendwelche Visionen hat. Das passt auch ins Bild. Okay, wir sind aggressiv gegenüber dem Personal und zerstören Hospitaleigentum. Okay, wir versuchen mal hier. The room is secure. Dr. Green would like you to wait here. Hat er noch mal was? Nein. Do you not understand? Okay. Stay here. Sorry. Okay, wir haben ein Telefon. Okay, geht nichts. Da leuchtet was. You have two new messages. Why do you leave questions unanswered, Doc? Can we not bury the dead? Why must you insist on dissecting their minds? His presence here will only shine a brighter light on our work. Tell me, Doc, was it raining when Noah built the ark? Okay. Hier mal ein Block. Steht was drauf gekritzelt? Bottom drawer bust. Remove top drawer to access maintenance. Drawer ist Schublade, ne? Remove top. Okay. Meinen die diese Schublade hier? Und wie soll die rausgehen? Da tut sich was. Ja. Flieg. Wow. Okay, jetzt haben wir hier so einen Schraubenschlüssel. Können wir Reifen wechseln gleich? Oh, die Musik. Die heißt entweder, wir haben was Wichtiges gefunden. Oder es passiert was. Okay, ist schon mal nicht schlecht. Deshalb war wahrscheinlich auch hier der Hinweis. Wegen der Powerlamp, aber das ist ja keine Powerlamp, das ist eine Schwarzlichtlampe. Aber wir gucken erstmal, was wir sonst noch haben. Ja, mal Missing. Missing. Okay. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Most people do not really want freedom, because freedom involves responsibility. And most people are frightened of... Okay. Das hilft uns nicht weiter. Oh, da ist was. Da ist was. Da ist noch mehr. Oh! Okay, da ist so eine Dings rausgefallen. Okay, Leute, ich brauche zwei Hände. Ich lege mal kurz die Lampe weg. Irgendwas. Kann man hier jetzt machen?
Hier, das sieht auch alles, ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. Das sieht alles so wirklich verzogen aus. Passt nicht ganz. Dann so ein kleines Schieberätsel hier. Scheinbar. Okay, was ist jetzt passiert? Ist nicht ganz klar, was hier gerade passiert. Okay. Haben wir wieder was? Okay, jetzt haben wir hier drei. Ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist. Warum jetzt hier so viele fehlen? So, wenn mir das Ganze komisch vorkam, habe ich jetzt hier nochmal neu gestartet an dieser Wand. Ich hatte das Gefühl, dass irgendwas schief lief und ja, probieren wir jetzt einfach mal aus. So. Das runter. Ja, dann machen wir das hoch. Das ja auch nochmal. Mal was, okay. Schauen wir uns das nochmal an. Okay, Leute, dann war das eben wirklich ein Bug, weil da sind ja auf einmal viele Platten abgefallen und so weiter. Und dabei war es eigentlich relativ einfach. Man musste dann immer weiter folgen. Okay, dann würde ich sagen, wie ihr seht, wird dafür der Schraubenschlüssel sein. Ich traue mich jetzt gar nicht daran zu drehen, Leute. Okay, irgendwas passiert hier. Okay, wir sind in irgendeinem Raum. Hier ist alles dunkel. Ach du Scheiße, ist das dunkel. Wow! Alter, seid ihr hässlich. Boah. Alter, dreht euch um. Steht auf jeden Fall nicht Made in China drauf. Boah. Ich kriege eine Gänsehaut, ne? Ich kann nur einen Meter sehen. Aber das seht ihr ja wahrscheinlich selber. Ach du Scheiße. Was ist das? Krokodil? Wir haben irgendeinen Gasbrenner. Hä, die war doch gerade noch rot. Okay, die hängt da mit dem Seil dran, oder? Nein. Oh, Leute, ey. Closing, das haben wir ja eben auch schon. In der Psychiatrie gesehen, diesen Karton. Die haben wir da eben wieder umgedreht, oder? Irgendwas ist hier gerade passiert. Ich habe gerade irgendein Rascheln. Alter. Da steht was. Wow.
Okay, war eine Schlange. Und irgendwelche Armbänder. Die gucken wir uns jetzt mal an. Ich hoffe, jetzt steht nichts hinter mir. Lee Madison. Jefferson Kyler. Walker Taylor. Drei Leute. Boah, die Musik, Leute. Der ist schon wieder umgedreht. Lass mich in Ruhe. Kann ich hier mal eine Kerze anmachen? Boah, die sind echt gruselig, die Viecher. Was sie? Hä? Ist sie jetzt wieder rot? Alter! Was passiert hier? Kann ich nichts rausnehmen? Krokodil haben wir ja in der Lodge gesehen. Was ist da oben? Ein Rucksack. Bei PUBG würde ich mich jetzt freuen. Was ist das? Kassettenrekorder? Alter! Help me! Ist das ekelhaft. Ja. Boah, ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Ja, ich habe es mir schon gedacht. Da ist eine Batterie drin. Dann gehen wir jetzt mal gucken. Hör auf jetzt. Aus. Du hast keine Batterie mehr. Was passiert jetzt? Oh, die Augen, ne? Dreh dich um. Du bist fies. Wow. Genau, so. Was passiert hier, ey? Das scheint irgendeine Aufnahme zu sein aus der Psychiatrie. I want to help you. Let's not have a repeat of yesterday. Sehr verstörend. Now open your mouth. Ja, da werden Medikamente verabreicht. Wie geht's jetzt weiter hier? Oh, irgendwas steht da gleich neben mir oder so. Die Heilige Bibel. Ja, ist immer gut, die behalte ich. Räumen wir mal weiter auf, oder? Was ist jetzt? Wo kommt das her? Das lag doch gerade hier, oder? Leute. Ah.
Okay, wir kommen in den nächsten Raum. Jetzt kann es gerne übertragbar werden. Okay. Das sieht aus wie ein Fotolabor. Hier haben wir wieder unsere Lampe. Madison Lee, Clark Easterman, Kyla Jefferson, Mark Kitchen. Ja, das waren ja auch die Bänder, die wir eben gefunden haben in dem Karton. Hier haben auf jeden Fall Madison Lee und Kyla Jefferson. New ID, Patientennummer, Relocation. Also Leute, ich gehe da momentan von aus, dass wir hier von der Story her, doch wir sind nicht verrückt, sondern wir klären gerade wahrscheinlich irgendeine kranke Sache auf, die hier in dieser Psychiatrie abgehen. Wir haben auch noch Tyler irgendwas, das ist nicht mehr leserlich. Aber irgendwas machen die mit den Leuten hier. Und sind immer junge Menschen. Können wir den wieder dranhängen? Nein. Doch! Okay, das ist nicht mehr ansehbar. Hier ist ein leeres Bild. Stehen da irgendwas drauf hin? Nein. Sehr traurige Musik gerade. Hier ist irgendeine Flüssigkeit umgekippt. Okay. Williams Laura. Die machen hier neue Pässe. Jetzt gucken wir uns nochmal an, wer Williams Laura. Madison Lee. Okay. Das ist die Madison Lee. Ja, ob wir da jetzt mit involviert sind, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Enlarger. Prepare the enlarger. Turn off the room lights. And only use a red safe light. Turn off the enlarger lamp. Put a sheet of paper into the... Was steht da? Easel. Shine side up. Switch on enlarger lamp. Und okay, wir müssen jetzt hier scheinbar... Photo stop. Ja, wir müssen jetzt hier ein Foto machen, ne? Und wir müssen es beleuchten. Und dann müssen wir es in den Entwickler. Der will auch, weil es ja Entwickler. Dann Stop-Bars und dann in den Fixer, in den Fixierer. Wir können auch mal unseren Kopf einhalten. Ne, okay. Da hinten war ein leeres Blatt. Das können wir wahrscheinlich nicht mehr verwenden. Und dann werden wir wahrscheinlich sehen, wer der... Letzte hier ist, der noch fehlte. Okay, machen wir es mal hier drunter. Wir müssen die Lampe ausmachen. So, 10 Sekunden ins erste Bad. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier sein muss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 Sekunden da. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, Leute, wir haben das Foto jetzt hier fertig. Und schon ist die Erinnerung auch vorbei. Und was ist jetzt? Wow. Das haben wir auch noch nicht erlebt. Wir sind in unserer Zelle wieder und es ist helllichter Tag. Oder auf jeden Fall geht gerade die Sonne auf, so wie es aussieht. Gucken wir mal kurz, was hier draußen so noch abgeht.
Okay, da sehen wir gar nichts. Was sagen denn unsere neuen Nachrichten? The bird I remember is part of a murder. New identities, new lives. What is my identity? What was my life? Ja, Leute, das war Kapitel 4. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Also, vom Horrorfaktor her, klar, sind immer Szenen bei, wo man echt Schiss hat. Aber es ist noch erträglich. Aber die Story scheint echt cool zu sein. Wir müssen auf jeden Fall aufklären, was hier abgeht. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Würde mich echt freuen. Wenn euch die Folge hier gefallen hat, haut ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen. Glocke aktivieren. Und ich sage schon mal Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.